Zeig, was du drauf hast. Hier ist Saarland, zeig, was du drauf hast. XXL, wir sind wieder da und es wird ein gigantischer Tag heute. Das hier ist die Bühne, auf der nachher eine Modenschau abgehen wird, die unser Thomas organisiert und er wird die Kostüme selbst bauen. Aus was? Wir haben zur Aufgabe gestellt bekommen, das Ganze mit Windeln und Toilettenpapier zu machen. Ja, wie man sieht, hier ist eine Menge los auf dem Schulhof des Saar-Pfalz-Gymnasiums. Wer seid ihr? Nathalie Rischmann. Melissa Pierron. Und ihr wolltet doch bestimmt immer schon mal Model sein. Genau. Will denn noch jemand Model werden? Ja! Ja. Hallo, Wettermille, schöne Grüße! Sie sehen die ersten Versuche, aus Klopapier und Windeln ein Kleid oder ein Kostüm zu basteln. Das sieht doch ganz hervorragend aus, Jessica. Sehr schön, ja. Das ist ein Traum. Sie können es aber auch tragen. Die ersten Models sind eingetroffen und zwar die Aline, Fiona, Laura. Es wird aber das Ding im Jahr 2010. Ihr seid Trendsetter, glaubt mir. Auch diese Kappe mit den Ohren, das sieht schon super aus. Oh, was habt ihr heute gemacht? Unterricht. Eine Arbeit geschrieben. Oh, was für eine Arbeit? Deutscharbeit. Was für ein Thema? Gedichtinterpretation. Welches Gedicht? Stadtgedicht. Ja. Wie geht das? Keine Ahnung. Tja. Ich habe ein bisschen Angst, das sind die Leute, die meine Rente zahlen müssen. Sieht super aus. Ja, also ich will es nicht privat tragen, aber sonst ist es okay. Meine Damen und Herren, das ist eine Weltpremiere. Es ist die erste Modenschau aus Klopapierrollen und aus Windeln und die geht jetzt los. Es war der lustige Montag, es war die erste Aktion. Wir haben versprochen, es wird verrückter und wir haben heute wirklich Wort gehalten. Es ist fantastisch. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals recht herzlich bedanken. Zunächst mal bei der Kreisstadt Homburg, dass sie uns überhaupt ermöglicht hat, hier in so einem tollen Ambiente das Ganze durchzuführen. An meinem gesamten Team, wir waren ja immerhin 17 Leute letztendlich gewesen, die das Ganze geholfen haben zu tragen. Und mein ganz besonderer Dank natürlich an all die vielen Schüler und Schülerinnen und an die ganze Verwandtschaft, die gekommen ist. Ein riesen Applaus und nochmals vielen, vielen Dank. Ihr seid einfach super und klasse. Ich bin so
Damit hat sich das Team Homburger Pampers Rocker definitiv qualifiziert fürs große Voting um das Thomas-Godoy-Konzert in der Garage, das Privatkonzert für Sie und 999 Ihrer engsten Freunde. Und ich kenne da so 20 bis 25 Leute, die Sie da unbedingt mitnehmen sollten.